Test the max. Totgesagte driften länger. Der neue A3 steht ja praktisch schon in den Startlöchern. Da schießt von Audis Resterampe noch diese Rakete hier. Der RS3, das Beste kommt also wieder mal zum Schluss. Vier Ringe, fünf Zylinder und Allradantrieb. Da kriegen die Audi-Fans sofort feuchte Augen und sehen Walter Röhrl quer vor sich im Quattro driften. Hier hat man einfach mal ins Regal gegriffen, den Motor mit 340 PS aus dem TTRS genommen und hier in den Einkaufswagen gesteckt. Das ist ungefähr so, als würde man Madonna mal schnell ein Doppel-D-Körbchen verpassen. Was das Design angeht, unterliegt der RS3 der optischen Selbstkontrolle. Ganz dezent vorne, größere Luftanlässe, dazu das obligatorische Wabenmuster im Kühlergrill. Vorne hat er dezente Kotflügelverbreiterung, was ganz interessant ist. Er hat vorne breitere Reifen als hinten, in dem Fall sind es 2,55er und hinten 2,25er. Und dazu noch einen sehr sozialverträglichen Heckspoiler und einen Diffuser. Insgesamt finde ich, sieht der RS3 gerade in der Farbe so ein bisschen wie einen Schattenmann aus. Ein kleines mehr krawalliger könnte ruhig dastehen. Also der Sound ist schon genial. Röhren wie Röhrl im Stand. Wir drücken gleich mal auf S. Mit allem anderen wollen wir uns hier gar nicht erst aufhalten. Ja, Popeye, geht der gleich ab. Innen hier ganz bekannte A3-Ausstattung. Unten ein abgeflachtes Lenkrad. 1,2 Bar hat der Turbo an Ladedruck. Und es scheint, als ob dem nie die Puste ausgeht. Der geht hier ab. Das ist echt der Hammer, wie die Kiste hier anschiebt. Raus aus der Kurve. War Wahnsinn. In 4,6, Jungs. In 4,6 ist der auf 100. Das heißt, der verbläst zum Beispiel einen Cayman Air, was man ja eigentlich gar nicht glauben kann. Also das ist ja wirklich unglaublich hier, wie der nach vorne schiebt. Der hört gar nicht mehr auf. Dem scheint auch obenrum einfach nicht die Puste auszugehen. Mit dem Allradantrieb und der Hilux-Kupplung verankert er sich eh in der Straße. Und die elektromechanische Lenkung hier lenkt mit der Präzision eines Landvermessers ein. Und dann fegt die Kiste um die Kurven. Also ich würde gerne mal auf der Nordschleife fahren, um zu wissen, was für eine Zeit hier der RS3 dort erreicht. Besser wahrscheinlich noch, wenn der Walter damit fährt. Da bist du echt am Überlegen, wann du das letzte Mal so viel Spaß gehabt hast, wie hier in den Kurven mit dem RS3. Also das war nicht mal letzte Woche mit der kleinen Rothaarigen. Und genauso verschmelzen bei dir hier das Gefühl für Traktion und Emotion zu einem riesigen Gefühlsgrip. Jede Ecke hier wird zum life-changing Kurvensex. Das ist einfach unglaublich. Und bei ihm, wie lange, lange neutral der hier liegt. Aber natürlich, irgendwann hat jeder Körper seine Grenzen. Selbst der hier. Aber er fängt dann nur ganz, ganz sanft an, vorne zu untersteuern. Also das mit den dicken Rädern vorne und den schmalen hinten scheint wirklich viel zu bringen. Also Rallye-Feeling pur hier. Ich glaube, mit dem fährt man mindestens so schnell wie damals der Walter im Urquattro. Also du hast so viel Spaß, das ist wirklich allererste Kajüte, wie die Kiste abgeht. Ich muss natürlich auch noch erwähnen, dass die Bremsen und das 7-Gang-Kupplungsgetriebe ihren Teil dazu beitragen, dass die Kiste so schnell in Fahrt kommt, beziehungsweise so schnell wieder zum Stehen. 340 PS in so einer Kompaktrakete, damit ist er ja bestimmt der König der Kompaktklasse. So viel PS hatte früher ein alter RS4 oder der alte M3. Ich glaube, der hatte 343. Das ist der Hammer. Da heißt es eigentlich zugreifen. 50.000 Euro. So viel sieht er nicht aus. Wenn du damit gefahren bist, weißt du, dass das wert ist. Und vor allen Dingen, das wird bestimmt mal ein Sammlerstück, weil so lange, glaube ich, wird der gar nicht mehr gebaut werden. Also ein absolutes Haben-Wollen-Auto, das ist die meiste 3 aller Zeiten. Test the Max.